Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Und ich habe mich noch ein bisschen umgesehen und auch im Internet geschaut. Ich habe keine Ahnung, wie man das hier aufmacht. Aber da das ja ein Gebäude ist, wo wir jetzt hier unser neues Apartment haben, würde ich sagen, kommen wir da bestimmt gleich irgendwann vielleicht wieder mal zurück. Vielleicht ist es auch mit einer Quest verbunden. I'm not afraid of anyone, you know? Und ja, von daher lassen wir das erstmal so auf sich sitzen. Und schauen uns noch ein bisschen weiter um oder machen was anderes. Genau. Weil das bringt nicht so viel. Auch das mit dem BD, eben wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man den abspielt. Ist ein bisschen doof. I thought the law wäre immer noch in der Nähe. Oder der Auftrag mit Takemura. Ja, es gibt einfach immer so viel zu tun. Das ist manchmal schrecklich, manchmal auch gut, je nachdem, wie man sieht. X-Faktor gibt's auch noch. Und Wakako. Triff dich am frühen Morgen mit Judy. Was haben wir denn für Zeit? 15 Uhr. Ja. 200 Meter könnten wir eigentlich gleich mal machen. Oder hat das vielleicht noch was mit dem Gerüst hier zu tun? Da draußen Gerüst aufgebaut wurde. Aber ich schätze mal nicht, dass hier irgendwas ist. Ne, hier ist gar nichts. Lassen wir das erstmal so stehen. Ach du Scheiße. Schaut euch mal die Map oben an. Das ist die Wegfindung. Okay, ich würde sagen, hier hoch. Dann hier vorne links. Dann hier hoch. Okay. Dann nach hier drüben. Hier ist zwar abgesperrt, aber hier ist gar nichts mehr. Arasaka. Naja. Wir gehen jetzt mal dahin. Fury! Carnage! Das ist welches Megagebäude? H8. Ab ins Cloud. Vielleicht können wir ja da die Zeit abwarten. Und dann geht das sicherlich.
Kaboom! Soyasil Machistador! An explosion of taste! All the whole, that's cheating. That's infidelity. No. Well, how's that any different from some dollhouse ass? Cause the ass is meat, not latex. That's so hard. Alter, wie sage ich spreche manchmal. No feeling going on, no thinking, no awareness, just empty. Might as well be latex. Okay, das ist Clouds. Jetzt gleich hinein. Wenn wir mit Judy den Vorschlag machen, das Clouds zu übergeben. Und wahrscheinlich ist das besser so. Also wenn die Mugs das weiterführen. The passengers who survived the crash landing were met by a band of nomads. Fortunately, Kang Tao's surviving security personnel managed to fend off the attack without suffering additional losses. The company has already announced a forceful response against the nomads. Scheiße, man schreibt mich Leng. Was? Ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock, dieses Buch zu schreiben, aber ich habe das Geld dafür gekriegt, also gibt's jetzt ein Buch von mir. Eigentlich wurde es von meinem Ghostwriter geschrieben. Hi Jake, das war ein Witz. Ich habe noch ein bisschen Selbstrespekt. Noch. Wer liest heutzutage überhaupt noch Bücher? Ich dachte, Leute kaufen die bloß als Deko für ihre Wohnung. Zumindest mache ich das so. Wäre es nicht eh viel schlauer, einfach die Regale rauszuschmeißen? Kann man ja mal darüber nachdenken. So, wo war ich? Ach ja, der Verlag hat gesagt, dass sie meine Autobiografie veröffentlichen wollen und sie wollten wissen, ob ich Fragen habe. Natürlich habe ich gefragt, ob ich wie sonst auch so viel fluchen kann, wie ich will, und die meinten, okay, wir gucken mal. Scheiße, fix an, Fotze Arschloch. Hey, pass doch auf, jetzt wo wir das geklärt haben, kann es weitergehen. Du hast mich vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, wo ich eine Satire-Show namens Infoflash moderiere. Sorry. Infoflash moderiere. Das ist ein ziemlich geiler Job. Einmal die Woche lese ich fiese Witze von einem Teleprompter vor, die von unseren Praktikanten geschrieben wurden. Und dafür bekomme ich mehr Geld, als du im ganzen Jahr verdienst. Kapitalismus ist doch geil, oder? Okay, aber wie habe ich es so weit geschafft, willst du wissen? Ganz einfach. Ein Kumpel von meinem Vater war Produzent bei N54 News. Also habe ich bald die Runde mit der Kaffeekanne gemacht. Will noch jemand eine Tasse? Natürlich wurde ich dafür nicht bezahlt. Sonst hatte ich nicht viel zu tun. Also stand ich meistens draußen bei einer meiner 100 täglichen Raucherpausen. Aus irgendwelchen Gründen fanden die Leute mich lustig. Der Scheiß, den ich gesagt habe, hat erwachsenen Männern vor Lachen die Tränen in die Augen getrieben. Also haben sie mich vor eine Kamera gesetzt und haben... Und dann habe ich halt irgendwas improvisiert. Wie erreichst du das, was ich erreicht habe? Tust du nicht, weil dein Vater keinen Kumpel hat, der Produzent bei N54 News ist. Und die werden wohl kaum irgendeinen x-beliebigen niemand von der Straße nehmen. Weißt du denn nicht, dass Leute wie ich nichts mit Losern wie dir zu tun haben? Und habe ich schon erwähnt, wie geil Kapitalismus ist? What the fuck? Danke für die netten Worte. Das nette Tür. Ich glaube, das ist ein anderer Eingang zum
Schaut's. Also wenn man die Hintertür nehmen möchte. Ja, dann warten wir mal hier auf Judy. Etwas später. Hey V, thanks for showing. Klar, gerne doch. Talking with Michael is like a game of 3D chess. Don't let her derail you. You seem a bundle of nerves. I've a mind to kill the bastards with my bare hands. So yeah, you could say I'm a teensy bit nervous. Some deets about her could be useful when I talk to her, don't you think? No, leave the talking to me. So in brief, I'm just here as your hustle, right? Never said that. I just know the woman better. How do you aim to get her over to our side? By telling the truth about Evelyn, what happened and why. Think that'll cut it? No. Have to improvise from there. I'm ready. Let's go. Hold on. I'll open it. Lock like that? No way you cracked it open on your first try. Know how to get around their systems? Appears so. Was hoping they hadn't run any updates since I left. Looks like I was right. Easy as paella. Follow me. Klar. Judy Alvarez. I'd say it's great to see you, but I've never been one to lie. Also, I never like surprise parties, but you know. Yup, bet I even know why. Thought you'd hit rock bottom when you joined the Mox. Guess you've managed to stoop even lower now. You somehow never fail to lower my expectations. First you settle for the Mox, now murderers. I shudder to think what's next. Yes, V? I mean you. Woher kennt ihr unseren Namen? Sounds like I left a mark on this place. Good. If by mark you mean buckets of blood, then yeah, congrats. Oh, don't mind me. Just here to blend into the decor. That's no reason. Why come at all? To make sure Judy gets what she came for. Jude would have had a better chance without you. Starting to think blowing hot air is all you're good at. A pathetic attempt at getting under my skin. What's next? Threats? We're not done talking. But you do well to hear Judy out, or we'll make sure your worst fear comes true. Oh. Stand to lose my youth, Eddies, and influence? Something's gonna happen. But you'll be the last to know. Huh. Hm. Wir reden ein bisschen zu viel, finde ich, dass Judy eigentlich reden möchte. Wanna tear clouds out of the Tiger Claw's paws. Dolls should own it, control it. All right. This has been fun and all, but I think it's time you got going. We gotta do something, or everyone'll end up like Evie. Woodman raped her while she was unconscious, then sold her like she was so much scrap. Mess with the claws? Blowback'll hit every one of the dolls in here.
So, you won't help? I thought I expressed myself clearly. Gonna pretend as if you two weren't ever here. For old time's sake, Judy. Literally moments from now, security's gonna figure out you're here. Got two options. Go out the way you came in, or get thrown out. And that's not a threat or figure of speech. Just a friendly heads up. Had enough. I'm leaving. Smart move. Wir sind noch nicht fertig. Hast du irgendwas Spannendes hier, das ich vielleicht mitgehen lassen könnte? Ups, sorry. Es tut mir ja jetzt wirklich sehr leid. Death in Texas. Hast du nichts zu sagen? Ich habe gerade deine Waffe geklaut. Und dein Geld nehme ich auch. Wir sehen uns wieder. Keine Angst. Produkte. Sammlung von hochwertigen Make-up-Produkten. School of Management Trophäe 2076, eine Trophäe für den Abschluss eines Managementstudiums, verliehen an Micah Mader, Jahrgangsbeste. Sonst noch was zum Scannen? Büchersammlung, ein besseres Du, Schönheit und Gesundheit zum Greifen nah, schlanker da, wo es zählt, in drei einfach schicken. Micah Mader, Zivilist. Gesucht in NC. Naja, ich habe wenigstens jede Waffe. Ja, nicht. Judy, Judy Alvarez. Okay. Einfach ein Bild von ihr. Puppenausstattung, Mitarbeiterausstattung, Heilbehandlungskosten, Reinigungsservice, Reinigungsausrüstung, Alkohol und Catering, unvorhersehbare Ausgaben. Wir können die Puppen bitten, nach Ladenschluss sauber zu machen, aber sie werden keine Lust dazu haben und es deshalb nicht gut machen. Forrest, kannst du entlassen? Ich übernehme gern seine Aufgabe. Forrest, kannst du entlassen, sorry. Du fährst mir Judy Alvarez an Michael. Ich habe mir die Arbeit mit nach Hause genommen, weil mir dieser schleimige Typ ständig auf die Hände gestarrt hat. Was dachte der denn? Dass ich ihm seinen scheiß Kabel klaue? Egal, ich muss heute nochmal hin, um alles vor Ort einzurichten. Am liebsten wäre mir aber, wenn du einfach nach Hause kommst. Ich vermisse dich. Von Michael, komm doch einfach im Büro vorbei. Ich habe heute nicht viel zu tun. Vielleicht fällt uns etwas ein, wie wir den Stress aus deinen Knochen kriegen. Die Barkeeperin hat mir ein paar Flaschen Champagner von irgendeiner TC-Party nach oben gebracht. Das richtig gute Zeug. Wir könnten doch unsere eigene kleine Privatparty feiern, nur du und ich. Und Judy, wieso kommt sie ständig zu dir hoch? Hätte sie das Zeug nicht einfach hochbringen lassen können? Ich an ihrer Stelle hätte es sowieso für ein paar extra Eddies verkauft. Tigers trinken schließlich keinen billigen Fussel. Also, ich weiß ja nicht, was sie will, aber die nette Tour kaufe ich ihr nicht ab. Red mal Klartext mit der Frau, die geht mir auch echt auf die Titten. Ich komme später vorbei, bei den Mox steigt eine Party. Der 13. Mai ist Lizys Todestag und der Gründungstag der Gang ist wie ein Nationalfeiertag. Jedenfalls, wenn morgen wie letztes Mal wird, könnte ich mich vielleicht dazu entschließen, die Barschlampe zu vergessen. Sogar Woodman. Ich hoffe nur, dein Schreibtisch hält diesmal aus. Okay. Ich warte. Ich kann mich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Ist mir egal, wenn der Schreibtisch zusammenkracht. Ich wollte sowieso einen größeren anschaffen. Aber denk dran, durch die Hintertür zu kommen. Jetzt, wo sie mich vor der Nase haben, suchen sie ständig nach Schwachstellen. Und du bist meine Einzige. Wer weiß, vielleicht finden sie ja noch mehr. Dein Pad-Teil letzte Woche war so gut.
Außerdem, wenn ich deine Schwachstelle bin, hast du nichts zu befürchten. Denn diese stahlharte Schwachstelle kann gut auf sich selbst aufpassen. Ich an deiner Stelle würde mich eher um all deine versauten Fetische und deine Risikofreude sorgen. Okay, die hatten was miteinander. Heute bist du zu weit gegangen. Seit wann brauche ich Erlaubnis, dein Büro zu betreten? Die Sicherheitsleute haben dich kontaktiert, also komm mir nicht mit Vorschriften. Das kam eindeutig von dir. Bleib ruhig und hör auf mit dem Gezeter, sonst bringst du uns noch beide in Gefahr. Ich muss wenigstens ein gewisses Maß an Professionalität wahren, aber damit hast du dich wahrscheinlich noch nie herumschlagen müssen. Es hat mich einiges gekostet, aber ich konnte mich auf eine gute, positive Position kämpfen. Heute Deutsch sehr gut bei mir. Das kleinste bisschen Sorglosigkeit reicht. Und ich verliere alles. Nur ein einziger Ausrutscher und die werfen mich in ein finsteres Loch, aus dem ich nie wieder herauskomme. Ach, jetzt interessierst du dich plötzlich für die Regeln? Wo waren die, als ich die Werte von dem Puppenchip bearbeitet habe, damit du die Karriereleiter hochklettern kannst? Und damit du es weißt, das habe ich nicht für deinen Aufstieg getan, sondern weil ich wollte, dass sich etwas ändert. Aber das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass du selbstsüchtig und rückgratlos geworden bist. Aber was kümmert dich, solange es dir blendend geht, richtig? Es ist deine Sicht auf die Dinge, aber ich sehe, was hier am Boden der Tatsachen passiert. Alles verändert sich. Ich verstehe nicht, warum du mir nicht vertraust. Es ist ja nicht so, als wäre es mein großer Traum gewesen, diesen Laden zu schmeißen. Weißt du denn nicht, dass ich das für uns tue? Ich denke an unsere gemeinsame Zukunft. Ich dachte, das sei Beweis genug dafür, dass ich mit dir zusammen sein will. Aber aus irgendeinem Grund bist du immer nur wütend. Beklag mich doch. Glückwunsch, Maiko. Du bist aufgestiegen und hast mich auf der Erde zurückgelassen. Unsere Weltanschauungen passen einfach nicht mehr zusammen. Erst jetzt wird mir klar, dass dieser Ehrgeiz, von dem du immer geredet hast, nichts anderes als Machtgier ist. Asche auf mein Haupt, dass ich das nicht schon früher gemerkt habe. Ich hatte nicht gedacht, dass ich diese Stadt noch mehr hassen könnte. Aber du hast das fertiggebracht. Du hast dich verschlucken lassen. Ich hoffe nur, falls sie dich wieder ausspuckt, wird noch etwas von dir übrig sein. Von deinem alten Ich, meine ich. Hol deinen Scheiß ab. Ich sag's dir jetzt zum dritten Mal. Hol endlich deine Pullis ab. Ich habe in meiner mittelmäßigen Bruchbude die deinen Standards nicht genügt. Kein Platz dafür. Schick mir einfach eine von den Tusten vorbei, die dich wie die Fliegen umschwirren. Was nicht, wandern die Klamotten in den Müll. Ich kann sie ja jedenfalls nicht mehr sehen. Schon bemerkenswert, was für einen beschissenen Geschmack du hast. Ich war scheinbar nicht nur dämlich, sondern auch blind. Und ich hatte dich gebeten, mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken und dir Zeit zum Runterkommen zu geben. Der Kram ist mir egal, schmeiß ihn rückweg. Aber ich würde gern zum Reden vorbeikommen. Die Sache ist irgendwie so schnell eskaliert. Mir ist, als hätten wir nur aneinander vorbeigeredet und vielleicht war es einfach alles zu viel auf einmal. So muss es nicht enden. Und selbst wenn doch, muss es nicht so abrupt sein. Ich würde sagen, wir haben genug geredet. Ich habe die Sache mit uns begraben und bestimmt nicht vor, sie wieder auszubuddeln. Schon gar nicht gemeinsam mit dir. Du tust doch ohnehin immer nur, was du willst. Machst mir große Versprechungen, an die du dich nie hältst. Sag mir einfach, wann du kommst, dann stelle ich einen Sack mit deinem Zeug vor die Tür. Klingen und klopfen kannst du dir sparen. Ich mach dir nämlich nicht auf. Ich sag's dir lieber gleich, damit wir uns nicht wieder missverstehen. Okay, dann sag ich dir nochmal, dass du den Kram wegschmeißen kannst. Es ist Ramsch und mir egal. Ich komme jedenfalls nicht vorbei. Schön, dass du dir sowas leisten kannst, aber so hältst du's ja mit allem, nicht wahr? Du wirfst den alten Kram einfach weg. Keine Reue, kein Bedauern.
Wenn du irgendwas von meinem Zeug findest, verteile es bitte an die Leute auf der Chick-Chick-Chick-Chick-Chick-Street. Und was deine Klamotten angeht, wer die trägt, wird wahrscheinlich überfallen, also verbrenne ich es am besten. Willkommen bei Heart Solutions. Liebe Maiko, willkommen beim Elite-Service von Heart Solutions. Als einziger Dienstleister dieser Art auf dem Markt nehmen wir unsere Arbeit sehr ernst. Wir wissen, unsere Kunden arbeiten nach dem Motto Zeit ist Geld. Und deshalb garantieren wir ihnen, dass sie innerhalb der nächsten 90 Tage die perfekte Partnerin finden werden. Sollte die Person wieder erwarten, nicht ihren Vorstellungen entsprechen, zahlen wir jeden investierten Euro-Dollar zurück. Bitte füllen Sie unseren Fragebogen aus, der es unserem Algorithmus ermöglichen wird, die bestmögliche Person für Ihr erstes Rendezvous zu finden. Schade, dass kein Datum dasteht, hätte mich jetzt interessiert, wie schnell Michael hier mit Judy abgeschlossen hat und sich bei Heart Solutions angemeldet hat. Michael an Martha Ortega. Danke und tut mir leid. Hey Martha, danke für das Date. Du bist echt nett und alles, aber das mit uns wird nichts. Denk nicht, dass es an dir liegt. Das tut es nämlich nicht. Es liegt an mir. Ich weiß einfach, dass ich noch nicht bereit für etwas Besseres bin. That went smoothly. Nicht gerade schön. She didn't even let me make my point. Ja, aber du hast ja auch fast nichts gesagt, Judy. Know what I think? She's scared stiff. She'd have lots to lose if things went sour. Everything, in fact. So she'll just let things go on as usual? Ja, scheint wohl fast so. Sie zieht einfach wieder. Wir kriegen das sicherlich irgendwie hin. You two have a history? Way back, yeah. Think I just felt lonely. Like everyone in Night City. She was different then. And so was I. Can't trust people that see everything as a numbers game. Line between patting you on the back as their friend and planting a knife in you as their enemy. Is down to a decimal. I know. Right there with you, I... Well, used to have a big crush on her. It took me a long time to realize who she really was. But still, honest or crooked, we need her. Just think, could have gone diving this morning. A little unwinding, do you good. Do me good too, actually. I wouldn't have been unwinding, not exactly. Got an idea buzzing in my head, working it, but can't say if it'll amount to anything. Yeah. You, a deck chair, and a Mai Tai with a cocktail umbrella. Somehow I don't see it. No. Me and a deck chair is me mulling over coulda, shoulda, wouldas. Something I avoid right now. Ach, man. Ich glaube, Judy ist immer noch sehr im Trauerprozess. Und dass jetzt Mike auch noch das macht, ist wahrscheinlich ziemlich hart für sie. Ground floor to get out of this place. Klar. Really don't understand what tits have to do with selling that garbage. Can't say no to tits. Rest can go fuck itself. Second you react with your dick, steady your head, you give them exactly what they want.
Does it look like I give a shit? Doesn't matter. They already flushed one down your brain. Na, Johnny. Was hat wohl Julie jetzt als nächstes geplant, weil ich glaube, sie bleibt an ihrem Plan. Aber wie geht's weiter? Gotta get back to Michael with something big. Appealing to her sense of justice wasn't big enough? Michael only works with specifics. For a minute there, thought you were about to call it quits. V. I go for days tuning virtues in a basement. Know what the chances are of somebody blowing my head off down there? Minuscule. Same as Michael's empathy. Unlike you, I don't put myself out there. But this ain't over. Not yet. You know, I'm also partial to specifics. Uh-huh. So that's what matters. How many you'll drop. How much ammo you'll use. How many eddies it'll get you. Art and dreams of freedom can't be everyone's food. Sometimes you gotta deal with the dirt. Ja, stimmt irgendwie. So, what now? Gotta think. We need more bodies, that's for sure. I'm gonna talk to the dolls. I'll call you when I've got something. See you later, V. And thanks. Kennen Judy, auch wenn es nicht so viel gebracht hat. Aber ich denke mal, Michael kann sich da auf was gefasst machen. Denn wahrscheinlich werden wir einfach alle Puppen zusammensammeln. Und die werden sicherlich auf unserer Seite sein. Und nicht auf der von Michael. Und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Cyberpunk 2077. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. We'll be right back.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.